Wie schon gesagt, ich gehe mal rüber zum Pokémon Dome. Ich glaube, das war Isaac jetzt doch eher Isaac hier das falsche Gebäude. Ihr, die auf der Suche nach den legendären Pokémon-Karten seid, besiegt die 8 Meisterclubs und nehmt die 8 Medaillen. Habt ihr diese besiegt, die Großmeister hier im Pokémon Dome, dann seid ihr würdig, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Ja, ich bin hier falsch. Hi Red, was machst du denn hier? Was machst du hier? Ja, die legendären Pokémon-Karten werden hier im Pokémon Dome weitergegeben. Natürlich werde ich, Ronald, die Karten erben. Hey, hast du die Medaillen gesammelt? Ja. Hey Red, du hast ja nur 3 Medaillen. Du hast nicht gesagt, wie viele ich gesammelt haben soll. Ich habe schon 4 gesammelt. Warum gibst du nicht auf? Bis dann. Tja, Ronald McDonald. So, die Challenge Hall. Hallo, ist hier ein Turnier? Grüß dich, Hetz. Willkommen in der Challenge Hall. Besiege 3 Gegner und du wirst ein wunderbares Geschenk erhalten. Wir hoffen, du nimmst am Challenge Cup teil. Hi Red, nimmst du auch teil? Ich bin derjenige, der 3 Gegner besiegen wird. Der Preis Level 60 Mewtwo gehört schon mir. Und du kannst mir nur beim Siegen zuschauen. Bis dann, haha! Übler Geselle. Ein wirklich übler Geselle. Okay. Wie sieht es denn jetzt hier drüben mal aus? Okay, Zeit für Plan B. Zuallererst einmal brauchen wir Sakir nicht Sichlor. Dann als nächstes nehmen wir Simsala mit rein. Georock hat mir bis jetzt auch nicht so viel gebracht. So, Kadabra. Das ist jetzt auch nicht gerade so optimal. Aber wir hatten jetzt auf jeden Fall, wie es aussieht, schon mal genügend Energie für ein Feuerdeck. Die Elektroenergie ist ja, sag jetzt leider immer noch, sag ein bisschen wenig. Aber wir haben ja, sag auch noch doppelte farblose Energie. Ich denke mal, ich versuche einfach mal mein Glück. Obwohl, wartet er, sag mal. Aufgepasst, Challenge Cup Zeit. Aufgepasst, ich versuche es. Aufgepasst, ich besiege 3 Gegner. Aufgepasst, seht, wie ich gewinne. Wir brauchen immer noch 3 Gegner vom Kampfclub. Nun wird sich herausstellen, ob sich mein Training gelohnt hat. Ich gewinne den Challenge Cup und werde Großmeister. Ich bin gut genug, um am Challenge Cup teilzunehmen. Mädchen, die beim Pokémon- und Sammelkartenspiel genauso gut wie Jung. Hat auch niemand was anderes behauptet. Ich werde bestimmt nicht gegen einen Jungspund verlieren. Ich werde diesen Challenge Cup gewinnen. Tja, nicht, wenn ich dir zuvorkomme. Ich habe jetzt einen Simsala. Der erste Challenge Cup geht los. Besiege 3 Gegner und gewinne den wundervollen Preis. Das Level 60 Mewtwo. Es wird ein Match-Duell mit 4 Preisen ausgetragen. Die Teilnehmer können sich nun hier eintragen. Möchtest du teilnehmen? Ja, nein!
Ja. Dann geh bitte auf die Bühne. Pokémon Trading Card Game Challenge Cup. Nun geht es rund hier beim Challenge Cup. Also ich habe sogar auch den Spruch drauf, nun geht es rund im Kampfverbund. Aber das habe ich ja gesagt, glaube ich, er sagt nicht hier vorn. Noch ist Britta der Anwärter. Red ist der neue Herausforderer. Es gibt 4 Preise, okay. Lass das Duell beginnen. Pflanzenclub mitgeht Britta. Oh Gott, etc. Deck. Ja. Pflanze gegen Wasser. Keine so gute Idee. Und Pflanzen-Pokémon hatten jetzt sogar auch noch eine blöde Resistenz. Oh nein, nein. Nokshan, Death Order. Mist, Mist, Mist. Ich brauche jetzt dringend eine Kampfenergie. Oder sag vielleicht eine Bill-Karte oder eine Professor Eich-Karte. Okay, Kampfenergie. Los geht es, Nokshan! Setze deinen Boxschlag ein gegen Macholo. Jetzt zeigt sich, wer die bessere Schlagkombination besitzt. Naja, obwohl andererseits, aktuell gibt es ja also keine Schlagkombination bei Macholo. Denn dafür bräuchte Macholo jetzt, sagst du so, erstmal eine Weiterentwicklung, um überhaupt einen Schlag auszuführen. Aktuell hat er ja bloß einen Kick drauf. Einen wunderbaren Kick im Augenblick. Energiesuche. Verdammt nochmal. Eine Feuerenergie an Pikachu? Oh nein. Oh nein. Und natürlich wird er gesagt, der Pokéball jetzt, er sagt hier beim NPC, zum Glück nicht funktionieren. Verdammt nochmal. Die soll er sagt vom Pflanzenclub sein. Und die hat er gesagt, ein Pikachu, ein Magnetino und ein Macholo. Was ist denn das denn, er sagt, für ein komischer Pflanzenclub? Okay, Nokshan hat jetzt auf jeden Fall die Wasserenergie gebraucht, um den Spezialschlag aufzuladen. Und bei ihr ist er, sag mal. Oh, Steinhagel. Oh nein, das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. So ein verdammter Mist aber auch. Es hat eigentlich keine Resistenz. Okay, das wäre eigentlich natürlich jetzt gut, aber wir können er sagt nicht angreifen.
Und natürlich, ausgerechnet jetzt, kriegen wir eine Lähmung nacheinander. Okay, Energiezugewinnung. Können wir die aktivieren? Tausche eine Karte aus deiner Hand gegen bis zu 2 Basisenergiekarten von der Ablagestapel. Ja, das klappt der Sack jetzt leider nicht. Aber wir könnten die Energiezugewinnung auf jeden Fall benutzen, wenn erstmal Nokshan erledigt ist. Aber ich will jetzt mal hoffen, dass er sagt, nicht zum dritten Mal jetzt eine Lähmung kommt. Gut. Gut, jetzt brauchen wir auf jeden Fall bloß irgendeine Energie. Jetzt brauchen wir bloß irgendeine Energie. Und schon ist Kadabra einsatzbereit. Okay, es war allerdings jetzt, sagt, nicht gerade sehr clever gewesen, ausgerechnet Kadabra jetzt reinzuwechseln, muss ich zugeben. Aber hatte, sag jetzt, Pikachu eine Technik drauf, die jetzt ein Kadabra bezwingen kann? Naja, Plus Power. Nagen. Ja. Hatte Pikachu jetzt also wirklich. Verdammt nochmal, aber gut, jetzt ist es, herrscht wieder Gleichstand. Gut, jetzt herrscht erstmal wieder Gleichstand. Oh! Pikachu hat auch noch eine Schwäche, das ist gut. Aber gut, die erste Runde hätten wir damit gleich gewonnen vom Challenge Cup. Und natürlich, Kopf muss mal wieder kommen. Welch unverschämte Situation mal wieder. Na gut, dann bereiten wir jetzt erstmal wieder Jurob darauf vor, zu Jurong zu werden.
ist das? Sagst du was von bescheuert jetzt? So viel Psychoenergie und so wenig einzusetzen. Und wieder, sag mal, so viel unverschämtes NPC-Glück. Das war doch jetzt, sag, schon wieder die das dritte Mal in Folge, wo er, sag, Kopf kam. Okay, jetzt haben wir endlich mal wieder Glück. Okay, das war jetzt, er sagt, wirklich ja ziemlich mies. Okay, das ist jetzt, sag auch nicht gerade so optimal. Wenn das, sag, so weitergeht, haben wir, sag, gleich verloren. Wir sollten also wirklich uns mal überlegen, uns von Kleinstein zu trennen. Tja, jetzt sind wir, sag, wirklich wieder an die Wand gespielt worden. Oh nein. Oh nein. Ach, zum Glück nicht. Jetzt brauchen wir nun wirklich endlich mal Yugong. Hosanna. Okay, Rosanna könnte, sagt, theoretisch jetzt, sagt. Okay, was bleibt mir jetzt anderes übrig? Was bleibt mir jetzt, sag, hierbei anderes übrig? Meine Wasser-Pokémon haben nun mal gegen die Pflanzen-Club-Elektro-Pokémon und wirklich, sag, die schlechtesten Karten überhaupt.
Tja, das wird auf jeden Fall sozusagen ein ziemlich knappes Match werden. Und das war gerade erstmal die erste Runde gewesen. Tja, das war gerade erstmal die erste Runde gewesen. Herzlichen Glückwunsch, der Gewinner heißt Red. Red hat einen Gegner besiegt. So ein Pech, Britta, komm gut nach Hause. Nun zum nächsten Herausforderer. Unser neuer Herausforderer heißt Tom. Sind eure Decks fertig? Deck vorbereiten? Nö. Nun dann, Red, lass das zweite Match beginnen. Feuerclub-Mitglied Tom ärgert Deck. Ach, der Typ schon wieder. Ach, der hat ja gesagt... Ach, das war das nicht der Tagosso-Spieler? Na, das kann jetzt sag, auch ziemlich nervig werden. Oh, bitte, lieber Kartengott. Bring uns... Anscheinend jetzt wohl leider ist er kein Yogong. Aber lass es bitte so sein, dass der Gegner keine weiteren Pokémon kriegt. Oh ja, er war der Tragosso-Heini. Oh ja, er war der verdammte Tragosso-Heini. Na, damit kann er sich jetzt nun wirklich, er sagt, ziemlich viel Zeit erkaufen, mal wieder. Aber beim besten Willen will ich ja, sag jetzt nicht so viel Zeit, er sagt, hierbei verschwenden. Na bitte, sei verwirrt. Davor kannst du dich beim besten Willen nicht schützen. Es sei denn natürlich, du kriegst jetzt, sag, die richtige... Naja, die richtige Münze. So. Tja, Zeit für Kadabra. Er sagt wirklich mal ziemlich schön, dass wir mal Münzglück hatten. Toll. Ja, hallo Radikal. Jetzt sei mal nicht so radikal. Neutrales Wesen.
Resistenz gegen Psycho. Tja, Nokshan, da musst du gleich ran. Es wäre an der Stelle wirklich aus meiner Sicht ziemlich unwahrscheinlich gewesen, hätte Konfu-Schrei, hätte, sag nochmal, funktioniert. Außerdem musste ich es ja, sag so, machen. Denn beim besten Willen ein Angriff wäre jetzt, sag, schon ausreichend. Aber jetzt müssen wir es auf jeden Fall mal ausprobieren mit der Konfusion. Okay, hat leider, sagt, nicht funktioniert. Also mit dem Konfusstrahl. Aber trotzdem, ein Boxschlag von Nokshan und schon ist Radikal erledigt. Und genau so einen Kampfvorteil brauchen wir jetzt auch. Psychoenergie. Jetzt kommt da sogar noch ein Dodo. Fukano auf der Bank. Furienschlag. Okay, Glück um Unglück halten sich aktuell die Waage hier. Aber war da nicht noch irgendetwas mit Dodo jetzt gewesen? Ah, eine Kampfresistenz. Ich wusste doch, irgendwas war da jetzt. Moment, wie ist eine Kampfresistenz? Also dies eine Mal war, sagt der Tausch, wirklich ideal. Gut, Level 34 Arcani konnte zu meinem Glück nicht allzu viel Schaden jetzt machen. Jetzt müssen wir, sag doch mal, weiter überprüfen, was machen wir jetzt hier. Psychoenergie, Wasserenergie. Also ich habe immer noch die Hoffnung, irgendwann Yugong wiederzuziehen. Oh, ist dann natürlich wieder mal klar. Ratfratz. Och nö, dreimal sagt die Energiekarte. Psycho, das ist nicht gut. Tja, jetzt müssen wir Kadabra erst wieder aufpowern.
Ich kann einfach nur sagen, das ist nicht jetzt unsere idealste Weise. Aber wir müssen immer nur noch eine Preiskarte nehmen und dann haben wir auch die zweite Runde gewonnen. Bill haben wir jetzt auch nochmal gezogen, noch eine kurze Überprüfung. Es hat eine verdammte Kampfresistenz. Jetzt ist er wieder blöd. Aber man muss natürlich hier auch mit drin Resistenzen spielen. Und vor allem auch damit hoffen, dass man auch mal Glück hat. Och, na toll, zwei Energiekarten. Wieder mal genau eine Energiekarte zu wenig gehabt. Gut, Runde 2 gewonnen. Jetzt müssen wir also nur noch unser Duell mit unserem Rivalen gewinnen. So macht man das, Red. Das ist der zweite Sieg. Nur noch ein Gegner und der Challenge Cup ist gewonnen. So ein Pech, Tom. Komm gut nach Hause. Nun zum nächsten Herausforderer. Der dritte Gegner heißt Ronald. Hey Red, ich werde nicht verlieren. Level 60 Mewtwo gehört die mir. Also, lasst das dritte Match beginnen. Sind eure Decks fertig? Nun Red, lasst das dritte und letzte Match beginnen. Unschlagbarer Ronald Deck. Der ist also nun wirklich überhaupt nicht eingebildet. Okay, hoffentlich haben wir jetzt eine gute Hand. Macholo, Death Order! So ein verdammter Mist! Das könnte jetzt schneller zu Ende sein, als uns lieb ist. Komm schon, Kampfenergie! Du bist keine... Oh, verdammt, nochmal ausgerechnet, noch ein Kangama. Toll. Nur weil uns jetzt, sag mal, wieder eine verdammte... Kampfenergie fehlt. Komm schon, das ist doch jetzt euer Ernst. Also so können wir, das Duell nicht gewinnen. Ich habe das zwar, schon ein paar Mal gesagt, aber wir können hier jetzt einfach nichts machen. Der Gegner zieht jetzt einfach immer eine Karte nacheinander, bis er, natürlich jetzt erstmal seine besten Karten hat. Und was machen wir jetzt aktuell? Wir kriegen aus irgendeinem Grund immer nur Psychoenergie.
Dabei hatten wir eigentlich eine Kampfenergie mehr als Psycho. Und jetzt ist auch noch Wasserenergie. Das ist doch jetzt nicht euer verdammter Ernst. Nee, das bringt mir einfach nichts. Ja, jetzt zieht er sogar noch weitere Karten. Als hätte er jetzt nicht schon genug Karten gezogen. Seine Pokémon werden jetzt, er sagt, natürlich immer stärker und unsere werden, er sagt, jetzt immer schwächer. Komm schon, Bill oder Professor... Das ist doch nicht möglich. Ein weiteres Kleinstein. Wir brauchen verdammt nochmal endlich eine Kampfenergie. Man kann es beim besten Willen jetzt, er sagt, nicht herausfinden... Aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass wir viermal Kampfenergie jetzt sag als Preise liegen haben. Uns bleibt hierbei nichts anderes übrig. Hindern wir jetzt erstmal Hindern wir den Gegner jetzt erstmal daran, dass er jetzt keine weiteren Karten mehr ziehen kann. Es wäre jetzt so langsam sicher mal schön, wenn wir mal ein Psycho-Pokémon ziehen würden. Wo ist jetzt, obwohl eigentlich ist es ja unnötig, jetzt ein Psycho-Pokémon zu ziehen. Ach ja. Will er es auch mal angreifen? Ah, jetzt haben wir endlich ein Psycho-Pokémon. Rossana, meine Liebe, meine teuerste. Mein Fels in der Brandung. Warte nur noch einen Augenblick. Wir müssen bloß Kangama in... Ja, wenn das so weitergeht, erst nach 6 Runden besiegen und dann kannst du kämpfen. Ich sage ja immer wieder, will er sagt jetzt nicht mal kämpfen oder will er sagt jetzt immer nur noch sein ganzes Deck auseinandernehmen? Kometenhieb. Ja, da kann ich jetzt wirklich nicht sehr viel machen. Oh, na endlich eine Bill-Karte. Also ernsthaft, mir fehlt immer noch die Kampfenergie. Wo ist sie denn abgeblieben? Tja, die erste Runde haben wir jetzt verloren. Toll. Shigi, du hast tapfer gekämpft, aber jetzt leider... haben wir diese Runde verloren. Herz der Karten, führe uns Kampfenergie!
Also, das ist jetzt nun wirklich eine ziemlich blöde Situation. Jetzt ist auch noch Plus-Power. Und viermal Zahl wird es sicherlich jetzt nicht geben. Ja, leider nicht. Das ist lächerlich. Das ist jetzt einfach lächerlich. Wir kriegen keine Kampfenergie, können damit der Sack jetzt auch nicht gewinnen. Tja, jetzt haben wir Sack schon Macholo wieder verloren. Und weshalb? Nur weil wir jetzt, Sack, ein bisschen Pech haben. Tja, Shigi, du musst mal wieder versuchen, irgendwie Kangama zu lähmen. Was anderes können wir anscheinend jetzt auch nicht machen. Tja, kein Jurob. Kein Jugong. Und schon verlieren wir. Tja, Shigi ist kampfunfähig. Moment, wieso zum Henker hat das jetzt der Sack? Wieso zum Henker hat der jetzt der Sack Schaden gekriegt? War der Sack nicht vorher immer so gewesen, dass der Sack bei Resistenz? Oder? Hä? Das verstehe ich jetzt der Sack nicht. Ja klar, jetzt auf einmal kriegen wir Kampfenergie. Aber zuvor war es doch immer so gewesen, wenn wir gegen Resistenzen gespielt haben, dass wir doch verloren haben. Aufgrund dessen, weil wir mit unseren Psychoangriffen keinen Schaden machen konnten. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Haben wir jetzt mal einer. Okay, ich muss also gleich mal was durchlesen. Also irgendwie ist das jetzt der Sack eigenartig. Wieso konnten wir Sack eben mit Meditation Kangama Nummer 1 besiegen, aber jetzt der Sack wiederum Kangama Nummer 2 keinerlei Schaden machen? Ich verstehe, wieso das jetzt der Sack nicht funktionierte. Obwohl, andererseits verstehe ich, dass der Sack jetzt der Sack trotzdem nicht so recht. Naja, wir können der Sack jetzt nicht allzu viel machen. Thank you.
wir können Sack trotzdem nicht so viel machen. Wir haben zwar Sack wirklich zwei sehr gute Duelle bestritten. Aber das war jetzt Sack zu viel. Level 60 Mewtwo konnten wir also jetzt Sack nicht kriegen. Tja. War Pech. Welch ein Pech. Der letzte Gegner konnte nicht besiegt werden. So nah dran, aber der dritte Gegner besiegte Red. Siehst du, ich bin der bessere Spieler. Nur noch zwei Gegner, dann ist der Challenge Cup gewonnen. So schade, Red. Komm gut nach Hause. Tja. Tja, was soll ich dazu sagen? Das war jetzt einfach übel gewesen. Also das war jetzt einfach ziemlich übel gewesen. Gut, dann schauen wir doch, sag mal, kurz uns mal unsere Karten an. Wie viele Energiekarten haben wir? Mal sehen. Kampfenergie 13, Psychoenergie Dingenskirchen. Feuerenergie ist gerade mal bei 14, Elektroenergie bei 6. Pflanzenenergie könnten wir das auch noch vertragen. Tja, Mankey und Razzap wären jetzt, sag hier wirklich, sag keine schlechte Wahl. Andererseits, Kleinstein hat er, sag jetzt beim besten Willen wirklich, sag nie was richtig gebracht. So, Kleinstein kommt dann jetzt, sag raus. Onyx, wie sieht's mit dir aus? Steinwurf? Ah, wir könnten Onyx gebrauchen. Also beim besten Willen, ich finde einfach die ganze Sache überhaupt nicht gut. Also Kleinstein hat beim besten Willen, er sagt, bisher nie was richtig gebracht. Okay, wir haben jetzt erstmal Kleinstein ausgetauscht gegen ein weiteres Macholo und gegen ein weiteres Mashok. Oder sollten wir vielleicht mal Sandan und Sandama reinnehmen? Machen wir es, sag so jetzt lieber erstmal. Ist mir doch jetzt, sag lieber. Obwohl andererseits... Eine andere Sache müssen wir noch machen. Simsala kommt raus. Und dann bräuchten wir noch ein weiteres Basis-Pokémon. Aber welches?
Wir nehmen Onyx. Hm? Tja, ein Onyx ist besser als kein Onyx. Gut, was machen wir dann also jetzt als nächstes? Wir haben 3 Medaillen, wir haben einen Challenge Cup verloren. Der zweite Challenge Cup beginnt erst, wenn wir insgesamt 5 Münzen haben. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal jemanden vom Kampfclub getroffen. Ach, wartet mal, der Psychoclub. Ja, der Psychoclub wäre jetzt, glaube ich, an der Reihe. Der Psychoclub wäre jetzt in der Reihe. Wir haben ja 3 Medaillen, also können wir ja im nächsten Part erstmal versuchen, beim Psychoclub irgendwelche Siege einzuheimsen. Um die Psycho-Medaille, Medaille Nummer 4 für uns, dann zu kriegen. Ansonsten wäre auch noch die Möglichkeit, da noch einmal zu versuchen, den Wasserclub zu meistern. So oder so, Psychoclub wäre im nächsten Part als erstes dran. Und das wird dann auch so gemacht. Damit sage ich dann jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Wo wir uns dann als nächstes in den Psychoclub hineinwagen werden, da wir 3 Medaillen besitzen. Bis dann und ciao.